Hallo liebe Bremen-News-User, heute befinden wir uns auf dem Startup-Weekend hier in Bremen. Startups, das dürfte wahrscheinlich seit dem letzten Jahr mit der Höhle der Löwen in Deutschland bundesweit bekannt sein, was das ist. Erklär doch mal ganz kurz, so Jan, er hat das Ganze organisiert, erklär doch mal ganz kurz, was es mit dem Startup-Weekend ja auf sich hat. Ja, die Grundidee vom Startup Weekend ist, dass es viele Menschen gibt, die eine Idee im Kopf haben und sie aus den unterschiedlichsten Gründen nicht verfolgen. Man hat gerade keine Zeit, im Job ist so viel los, es gibt ja viele Gründe, warum man gerade nicht diese Idee wirklich verfolgen kann. Vielleicht kennt man auch nicht den richtigen Mitstreiter, den man eigentlich bräuchte, um es umzusetzen. Und das ist die Idee hinterm Startup Weekend, dass man ein Wochenende einen geschlossenen Raum schafft, wo Menschen mit Ideen oder auch Menschen, die einfach an Ideen mitarbeiten wollen, sich treffen, die Ideen auf den Tisch kommen und man schaut, was die beliebtesten Ideen sind und dann ein Wochenende sich Teams bilden und diese Ideen ausarbeiten. Mit Hilfe von Coaches, die außen reinkommen, die selber was erfolgreich gegründet haben, die ihr Know-how mitgeben, die den letzten Feinschliff mit reinbringen, sodass man am Ende des Wochenendes in der Lage ist, vor einer Jury ein ausgearbeitetes, validiertes Konzept zu pitchen. Findet das das erste Mal in Bremen statt oder gab es das schon zuvor? Nee, das gab es schon öfters. 2015 gab es ein Startup Weekend, das war für den Bereich Space. Dann seit 2016 gab es eigentlich jedes Jahr wie ein Startup Weekend, nur dann nicht mit einem Thema, sondern offen für alle Ideen. Was hat denn zum Beispiel letztes Jahr gewonnen? Gab es da ein Startup, was herausgestochen ist? Es gibt ein Startup, das gegründet ist aus den Ideen vom letzten Jahr, das heißt jetzt heute Cup to Date. Die Idee war, der Kaffee-Einwegbecherei den Garaus zu machen. Ursprungsidee war, einen Kaffeebecher zu entwickeln, den man falten kann, in die Hose taschen kann und wieder benutzen kann. Das war die Ursprungsidee. Inzwischen hat sich es weiterentwickelt zu, also es ist ein eigenentwickelter Kaffeebecher, den man über 500 Mal benutzen kann, aber dahinter ist auch ein Pfandsystem geschlossen. Und ja, ein Jahr lang nach dem Startup Weekend hat das Team daran weitergearbeitet und inzwischen auch so viel Nachfrage und erste Kunden, dass ich glaube vor einem Monat die Gründung erfolgt ist. Nehmen denn heute hier nur Bremer teil oder sind auch internationale Leute vertreten? International hatten wir schon, ist aber diesmal nicht. Aber wir haben Leute aus Hamburg hier, wir haben Leute aus Oldenburg hier, aus Wilhelmshaven und aus Bremerhaven. Das heißt, so die Nordregion, die trifft sich jetzt in Bremen. Wie viele Leute sind dieses Wochenende hier? Hast du eine ungefähre Anzahl im Kopf? Ja, wir sind also knapp über 40 Teilnehmer, die kommen. Das beste, sage ich mal in Anführungsstrichen, Startup wird am Sonntag ja bewertet und bekommt den ersten Platz. Wer bewertet das Ganze denn? Wir haben eine Jury aus 3 Personen. Da ist ein Gründungsberater mit dabei, da ist eine Pitch-Trainerin mit dabei, also jemand, der Menschen beibringt, wie man präsentiert. Die tut das international für große Firmen als auch für Startups. Ein Business Angel, das heißt, der hat mal erfolgreich gegründet, erfolgreich verkauft, hat ein bisschen was auf der Tasche und investiert das in Startups. Dann sind wir mal gespannt, wer am Sonntag gewinnt. Wir werden das auf jeden Fall Montag mitteilen, einen Beitrag, was hier rausgekommen ist. Ich bin auch gespannt. Ja, das weiß man wahrscheinlich vorher nicht. Weiß man vorher nicht. Dann, wie gesagt, sind wir sehr gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Interview und wir wünschen dir ein spaßiges Wochenende. Nicht so stressig als Organisator, hoffe ich. Nein, das wird spannend. Stressige Part liegt hinter mir. Gut, dann viel Spaß und wir berichten am Montag über den Sieger.